Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich dir, wie du in ganz einfachen Schritten in DaVinci Resolve zoomen kannst. Also wenn du zum Beispiel an ein Video heranzoomen möchtest, so wie ich das jetzt hier zeige, dann zeige ich dir, wie das funktioniert und wie du das selber manuell umsetzen kannst und auch den Punkt festlegen kannst, auf den du zoomen möchtest. Ich habe jetzt schon mal Material hier in mein Projekt reingeladen. Wir sehen das hier, diese zwei Dudes, die hier vor dem Auto sitzen und da irgendwie rappen. Ich spiele das mal kurz ab. Das ist jetzt das Video, was ich hier habe. Ich gehe mal wieder auf den Anfang und ich möchte jetzt hier ranzoomen. Ich gehe hier an eine bestimmte Stelle, vielleicht wo er hier anfängt, so seine Hände zu bewegen. Da möchte ich, dass der Zoom anfängt. Also fasse ich hier diesen Abspielkopf einfach an, gehe an die Stelle, wo ich hin möchte. Das könnt ihr natürlich auch mit den Pfeiltasten nach links und rechts machen. Aber ja, sucht euch einen Punkt, wo ihr starten möchtet zu zoomen. Und dann benötige ich hier den Inspektor. Den kann ich hier oben rechts anklicken. Wenn der bei euch nicht eh schon ausgefahren ist, dann klickt einmal drauf, dann fährt er sich hier aus. Und dann findet ihr hier unter Transform auch schon den Punkt Zoom. Und wenn wir jetzt festlegen wollen, wohin wir zoomen, ist auch die Position entscheidend. Den Startpunkt habe ich hier bereits markiert. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch hier hinten auf diese Keyframes klicken. In diesem Keyframe wird Information hinterlegt, also die Position oder der Zoom, der hier so festgelegt ist. Ich setze mal zwei Keyframes. Wir sehen das, das wird dann hier rot. Wenn ich die Keyframes mir hier anzeigen lassen möchte, hier unten in meinem Clip, dann kann ich hier drauf klicken und dann zeigt er mir hier auch diese Keyframes an. So, jetzt gehe ich hier ein bisschen weiter. Ich kann das auch mit den Pfeiltasten nach links und rechts machen. Das hatte ich eben auch schon gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich gehe mal 10 Schritte oder 10 Frames nach rechts. Und jetzt möchte ich reinzoomen. Und dann gehe ich hier oben einfach über diese Zahl. Na, dann erscheint hier schon dieser Doppelpfeil. Und wenn ich jetzt die linke Maustaste gedrückt halte, dann kann ich das anfassen. Und wenn ich die Maus dann nach rechts bewege, ziehe ich das hier quasi größer. Ja, jetzt sind die Köpfe hier abgeschnitten. Das möchte ich natürlich nicht. Das heißt, ich muss die Position auch noch anpassen. Die X-Position steht für die Horizontale, also schiebt ihr euer Bild nach links und rechts. Das ist mal rückgängig. Und die Y-Position für die Vertikale. Und genau die brauchen wir. Ich fasse das jetzt hier auch wieder an, ne? Wie ich es eben gesagt hatte. Maus drüber, linken Mausknopf gedrückt halten und das dann hier so schieben, dass die Köpfe im Bild sind. Hier oben kommt dann plötzlich diese schwarze Linie. Da ist das Bild zu Ende. Ich gucke, dass ich natürlich das Bild bildfüllend habe und da kein schwarzer Rand entsteht. So, und jetzt hat er das angepasst. Jetzt kann ich mir das nochmal anspielen lassen. Ich gehe mal an den Anfang meines Videos und spiele das ab. Und wir zoomen an das Video ran. Ihr seht das. Zack, wir zoomen ran. Jetzt kann ich natürlich die Geschwindigkeit dieses Zooms noch ändern, indem ich diese Keyframes hier, diese beiden Punkte, die ich gesetzt habe, näher aneinander ranschiebe. Ja, dann geht dieser Zoom schneller. Wenn ich die weiter auseinanderschiebe, dann dauert der länger. Ich möchte, dass wir relativ schnell ranzoomen. So, und dann möchte ich hier zum Beispiel wieder rauszoomen, wo er hier so lacht. Und das machen wir genauso, wie wir es vorher gemacht haben, nur rückwärts. Ich setze nochmal zwei Keyframes. In diesen Keyframes ist jetzt die Position von diesem zweiten Keyframe hinterlegt, weil wir hier nichts geändert haben. Das heißt, es ist exakt die gleiche Position wie von diesem zweiten Keyframe hier. Jetzt gehe ich wieder ein Stück vor. Jetzt möchte ich hier wieder rauszoomen und das hier wieder auf meine Anfangsposition bringen. Das war hier 1. Ich kann hier auch einen Doppelklick reinmachen und die Zahl markieren. 1, 1. Und die Position soll bei 0, 0 sein. 0, 0. Bestätige das mit Enter. Und wir haben jetzt hier rangezoomt und zoomen hier jetzt wieder raus. Auch da kann ich natürlich die Geschwindigkeit noch bestimmen, indem ich diese Keyframes näher zusammenschiebe oder auseinanderschiebe. Und so einfach könnt ihr in eurem Video zoomen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lassen könntest. Abonniere auch gerne meinen Kanal, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald!